Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir befinden uns im letzten Abschnitt des Zephyr-Tempels. Zwei Räume haben wir noch und es geht Link nicht wirklich gut. Er hat nur noch ein Herz. Gut, wir sind zwar noch mit Feen ausgestattet, aber das weiß ja keiner von euch. Wir erkunden jetzt den Dungeon weiter und och du Scheiße. Da vorne sind gleich mal 5000 Millionen Trilliarden Gegner. Ja, diese Zahl existiert wirklich. Googelt danach. Wir werden euch jetzt alle vernichten. Yeah, Multikill. Na gut, sie leben noch. Und du willst eine Bombe. Du kriegst eine Bombe und du kriegst auch eine Bombe. Oh Gott, noch ein halbes Herz. Es laggt. In der Konsole, Gott sei Dank. Tschüss. Jo, das war gleich mal ein bisschen Aufregung für den Anfang. Das ist immer gut. Ich sehe, da unten befindet sich im Abgrund eher Vernachlässigbares. Wo ist eigentlich Makorus? Da ist Makorus. Wir benötigen dich. Komm mit, Kleiner. Komm, komm mit uns, du kleiner Makorus. Ich sehe nämlich schon das Rätsels Lösung. Ihr vielleicht auch. Wir müssen darüber mit ihm. Nee, stopp, ich habe eine bessere Idee. Erstmal snipen wir hier diese ganzen Flugteile weg, nachdem ich den Bogen wieder auf die richtige Taste gelegt habe. Verdammt. Na komm, der Pfeil wird Gott sei Dank, so unlogisch wie Zelda ist, nicht abgelenkt. Ansonsten hätten wir jetzt ein kleines Problem, aber nein. Zelda ist unlogisch, nicht nur im negativen, sondern auch im positiven Sinne. Und ich werde jetzt wahrscheinlich alle meine Pfeile verbrauchen. Schön. Da ist noch einer. Okay, ja gut, ja komm, jetzt will ich dich auch noch. Jetzt will ich dich schon auch noch. Stirb! Ich habe noch 7 Pfeile. Wow. Du entkommst mir nicht. Ich werde dich töten. Bam! Schön! Jetzt Makorus, du hast Freibahn. Rüber mit dir. Okay, du hast nicht komplett Freibahn, aber fast komplett. Schnell machen, ne? Und damit wäre hier erstmal Schicht im Schacht. Jetzt noch zu dir. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Du Perversling. Wahrscheinlich irgend so ein Perversling aus einer anderen Dimension mit einer Portal Gun. Der dann einfach nur durch sein Portal durch, ja, langt. Mit seiner Grobschend. Und der Domoy, der Gondorwänger, der Perverse ist er. Die Saudi, Greislige. Letzter Raum, Freunde. Hier gibt es keine Gegner mehr, sondern nur ein kleines, aber feines Schieberätsel. Lass mich überlegen. Das mache ich so. Anschließend so. Okay. Wir müssen den armen Makorus. Ihr seht es vielleicht da vorne hinten. Da befindet sich noch eine letzte, ja, Steinplatte für den armen Makorus. Wenn wir die beseitigt haben, ist er fürs erste Mal erlöst. Aber wir müssen ihn da irgendwie rüberbringen. Und dafür brauchen wir erstmal selber ein paar Gewichte. Und dann müssen wir diese scharfen, messerscharfen, ich weiß nicht, wie die heißen. Es tut mir leid, Leute. Vielleicht ist da ein kleiner Zelda-Nerd unter euch. Der weiß, wie die Dinger hier heißen. Wie könnten wir sie nennen? Sie sind scharf. Sie bewegen sich immer in die gleiche Richtung. Nennen wir sie Messerboomerangs. Messerboden-Boomerangs. Okay, Messerboden-Boomerangs. Die sperren wir hier erstmal ein. Als nächstes der Schweite, genau, der zweite Felsen. Runter mit dir, Link. Den müssen wir jetzt bis ganz nach vorne verschieben. Aber Link hat ja Gott sei Dank die Kraftarmbänder, die wir hier auch stylisch in Aktion sehen können. Nö, er könnte es wahrscheinlich auch ohne verschieben. So. Jetzt wieder zurück.
Nee, dich noch nicht. Erst müssen wir hier nochmal den letzten, wie habe ich sie genannt, Messerboden-Boomerang einsperren. Ich bin noch nicht ganz mit ihm auf einer Linie, mit hier, mit diesem Stein von vorhin. Mit diesem Steinklotz. Das sieht jetzt aber um einiges besser aus. So, gleich geschafft. Jetzt ist er eingesperrt. Dann schieben wir das noch ein bisschen weg. Das sollte auch schon reichen. Und nun haben wir freie Bahn für dich, Makorus. Könnte Link vielleicht rückwärts schneller gehen? Nein, wir sind hier nicht in Ocarina und Majora's Mask. Schade. Sehr schade. Aber wir haben es gleich geschafft. Legt ihn bloß nicht ab, ich wäre fast auf ZR gekommen. Ach du Gott. Ach du meine Güte. Okay, wir haben es geschafft. Noch ein bisschen weitergehen, ich will hier nichts riskieren. Jetzt haben wir es aber geschafft. Yeah. Spiel doch nochmal ein kleines Liedchen für uns, Makorus. Und damit wären wir mit dem Dungeon fertig. Wir haben alle Truhen, haben alle Räume besucht. Und ja, wie fandet ihr meine Leistung? Ich glaube, es war ganz in Ordnung. Ich habe den Dungeon auf jeden Fall um einige schwere in Erinnerung. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich jünger war. Ach, und by the way, jeder vernünftige Spieler würde jetzt eine Fee einsammeln, aber ihr wisst genau, wie vernünftig ich sein kann. Ich werde diesen Boss nun zerficken in der Luft. Und es tut mir leid für meine Kraftausdrücke. Aber ja, ihr wisst ja eh Bescheid. LOL. Die Feen sind gerade nach oben geflohen. Und dabei ist doch da gar nichts. Alles klar. Ich verstehe. Verstehe, dass ich nichts verstehe. So, können wir dich mit reinnehmen? Nein. Okay, ich werde mich dem Gegner alleine stellen. Meinem Lieblingsgegner aus The Wind Waker. Aber wo ist er denn? Eine riesige Sandarena. Und Linksschmerz hallt durch den ganzen Raum. Hall! Hall! Und ich bin zu faul, einen Hall auf das Hall zu machen. Und wir werden diesen Boss nun vernichten mit einem halben Herz. Werden wir es schaffen? Ich bin gespannt. Und lauscht der geilen Musik. Da ist unser Gegner. Ein riesiger Sandwurm. Namens, ohne Angabe, ich glaube, er heißt Molgera in Englisch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber ich werde es wahrscheinlich in den Titel packen. Lass den Kampf beginnen. Mit dieser verdammt geilen Musik, ich werde mal ein bisschen ruhiger sein. Und sie wurde sogar extra remaked für die Wii U-Version. Ich glaube, ihr erkennt schon, was wir hier tun müssen. Ganz klar. Diesmal ist es nicht sein Auge, sondern seine Zunge.
Du hättest dir vielleicht die Zunge mit Seife auswaschen sollen, nachdem du so viel geflucht hast. Schliert! Und da kommen auch schon seine Kinder. Die sollen uns natürlich davon abhalten, ihn anzuvisieren. Oh. Er versucht, sich unter mich zu graben. Nicht mit mir. Oh, sein Kind. Ich werde erstmal die Kinder beseitigen. Schlitz! Der Nächste. Ja, ja, probier nur, mich anzuspringen. Oh, ich hätte sogar die Zunge erwischt. Bams! Da ist noch einer. Ich glaube, bei einem Treffer bin ich schon down. Aber den einen Treffer wirst du auch gar nicht bekommen. Bams, bams, bams! Neue Kinder. Aber das erste ist schon wieder tot. Wow, er versucht mich in der Luft wahrscheinlich gleich zu erwischen. Da ist er. Och du Scheiße. Oh, okay, ich lebe noch. Jetzt wird er sich wahrscheinlich unter mich graben. Nein, er kommt gleich wieder zum Vorschein. Das war's mit einem Kind von dir. Das nächste versucht mich anzugreifen, aber erwischt mich nicht. Ich bin zu stylisch. Wo bist du, du Schlingel? So. Kann ich dich eigentlich mit Pfeilen verletzen? Ja, ich bekomme eine Animation, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Egal. Wird es das schon gewesen sein? Bams! Nein, er lebt noch. Okay. Neue Kinder. Warte, ich glaube, er hieß auf Deutsch Mantara. Und diese Dinger hießen Mantara-Larven. Sie hießen auf jeden Fall Larven. Er wird mich wieder angreifen wollen. Nein, das gibt es nicht. Beim Mac gibt es sowas nicht. Bams. Er versucht mich einzusaugen. Und bams. Und nun zu dir. Das wird dein Ende. Leide, du Monster. Vernichtet. Und damit hätten wir den Zephyr-Tempel abgeschlossen. Jo, Link, dafür, dass du jetzt gerade noch so gefeiert hast, bist du aber schon wieder K.O. Und zwar ziemlich schnell. Wir nehmen uns natürlich die Beute. Unsere Trophäe, ein Herzcontainer. Damit hätten wir nun die erste Reihe komplettiert. Und es tut mir leid, aber ich werde die zweite Reihe wohl nicht komplettieren. Denn das ist mir einfach zu stressig. 5000 Mal zwischen den Inseln hin und her zu pendeln. Nennt es Faulheit, nennt es wie ihr wollt, aber ich finde hier diese Leiste gefüllt, einmal mit kompletten Herzen und einmal mit Magie, das sieht auch sehr stylisch aus. Und nun werden wir hoffentlich dem Masterschwert wieder die Kraft geben, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Da ist auch schon Makurus, der freut sich genauso wie wir, wunderschön. Lasset uns ein Liedchen trillern.
Kavusch! Und damit haben wir das Masterschwert wieder vervollständigt. Das Masterschwert hat seine alte Stärke zurückerlangt. Die Stärke, das Böse zu verbannen, wohnt ihm nun inne. Nunmehr ist es das wahre Schwert für einen Helden. Werter Freund Luke, damit wäre die alte Stärke des Masterschwertes, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen, vollständig wiederhergestellt. Auch mein Vorfahre ist bestimmt darüber überaus erfreut. Ich verbleibe somit hier im Tempel und setze meine Gebete fort. Du schreite bitte durch das Licht und kehre auf die Oberwelt zurück, werter Freund. Oh, der Arme hat geweint. Auch meine Gebete sind mit dir. Bye bye, Makorus. Der Leuenkönig, er unterhält sich mit einem Fisch. Verstehe. Dann ist die verwunschene Bastion also bereits... Oh Mann, was sagt man dazu? Ist der Verlassener hier als meine drei Cousins von ihren Frauen? Es ist so still geworden hier, man könnte sogar einen Kieselstein umfallen hören. Jungchen, Jungchen, du machst dir ein Gesicht wie 7 Tage rauer Seegang. Die Monster sind weg, wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen freust? Yo, Leute, what's up? Luke, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Seit jenem Zwischenfall, bei dem Valo Ganon in Flammen aufgehen lassen hat, fehlt oberhalb des Meeres jede Spur von ihm. Und nicht nur das. Seine monströsen Schergen, die um Ganons Stützpunkt, die verwunschene Bastion, patrouillierten, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Doch ist momentan meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Luke, fände alle Triforce-Splitter und begib dich auf dem schnellsten Weg nach Hyrule. Und damit wären wir offiziell im Triforce-Splitter-Arc von The Legend of Zelda The Wind Waker. Und ich sag's euch, das kann ein bisschen dauern. Mit ein bisschen meine ich ein bisschen, ja. Erstmal dich hier erledigen, du nervst. Tschüss. Und nun, lasst uns einmal alle Informationen zusammentragen, die wir haben. Wir müssen also nun 8 Triforce-Splitter finden, damit wir zurück unter das Meer können. Wo finden wir diese Triforce-Splitter? Zücken wir die Karte und wählen eine andere Schatzkarte aus. Dann finden wir hier erstmal Tangles Karte. Ja, der wohnt hier schön. Und hier die Wahnsinnskarte. Und seht mal da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Symbole. 5 davon sind Triforce-Symbole. 3 davon sind Schatzkarten. 8 Symbole, 5 Triforce-Symbole, 3 Karten. Wir brauchen 8 Splitter. Was wird das wohl zu bedeuten haben? Ha, genau. Auf der Wahnsinnskarte ist eingezeichnet, wo wir hin müssen. Und deswegen würde ich sagen, wir setzen unseren Weg gleich mal zu einem dieser Triforce-Orte fort. Ne, stopp. Wir gehen nach Ichthusk. So, und von Ichthus gehen wir nun einen Schritt. Und damit meine ich natürlich ein Planquadrat nach Süden. Und ich sollte vielleicht prüfen, ob ich vielleicht ein bisschen Futter dabei habe. Ja, ich habe noch 2 Stückchen. Die nehmen wir uns. Denn wenn wir nun schon dabei sind, die hohe See nach Triforce-Splittern zu erkunden, dann können wir auch gleich die Karte ausfüllen. Vielleicht nicht komplett, aber doch, wenn wir schon mal wo sind, wo wir noch nicht waren, dann machen wir das.
Also, wo ist der Fisch? Fischi, Fischi, Fischi. Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist er. Komm, wenden. Und nichts mehr hin. Und bam. Plötzliches Bremsen. Und unser Segel ist immer noch ausgefahren. Aber wir werden nicht davon geweht. Warum auch immer. Logik halt, ne? Hola, hola. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß natürlich, was du willst. Wir befinden uns bei der schwimmenden Festung. Schon mal was vom Piratenkapitän Dreyfus gehört? Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier in dieser Festung versteckt sein. Dürfte aber nicht leicht sein, an die ranzukommen. Das wär's soweit. Eine Karte vom Captain Dreyfus. Soll es etwa heißen, dieser berüchtigte Captain Dreyfus hat hier eine Dreyfus-Karte versteckt? Und ihr seht, die wird auch ziemlich gut bewacht, aber ich gehe gleich mal hier auf den Eingang. Werde es hoffentlich nicht bereuen. Ich sehe nichts. Okay, wir haben es ohne Gegentreffer geschafft. Sehr gut gemacht. Diese Festung erscheint mir ein bisschen leer. Hier befindet sich einzig und allein ein Schrein. Mit ein bisschen Geld, das wir gut gebrauchen können, was die Entwickler auch wissen. Dieses Symbol kennen wir bereits aus dem Turm des, nein, nicht des Teils, sondern der Götter. Wir müssen das Lied des Windes spielen. Und hier erscheint schon unsere erste Truhe. Mit einer Triforce-Karte. Leider ist sie verschlüsselt und du musst sie dir erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Wer könnte diese Karte entschlüsseln? Kennen wir bereits eine Person, die in der Lage ist, Karten zu entschlüsseln? Vielleicht. Erinnert euch. Ich kenne eine Person. Aber diese Person werden wir sie jetzt gleich aufsuchen? Ja, komm, wir werden sie jetzt gleich aufsuchen. Ich glaube, wenn ihr lesen könnt, dass wir zu Tingles Insel gehen, dann wisst ihr schon Bescheid. Wir müssen zu dem komischen, perversen, grün gekleideten... Nein, ich spreche nicht von Link, sondern ich spreche von dieser Pseudofee namens Tingle. Dem haben wir zur Flucht verholfen, ganz am Anfang des Spiels. Und er sagte, wenn es um Karten geht, dann sind wir bei ihm richtig. Also schauen wir mal vorbei. Und hepp, puh, ist das schwer. Ich vertraue dir jetzt mal was an. Die haben in Wirklichkeit noch einen Bruder. Es wäre herrlich, wenn der hier mal anstelle meiner drehen könnte. Hau ruck und hepp. Vielen Dank für die Tangle-Statue. War bestimmt sehr strapaziös, nicht wahr? Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber nimm das. Sauber. Mein älterer Bruder hat zwar so seine Macken, aber bitte, komm doch mal wieder vorbei. Er freut sich bestimmt riesig. Hau ruck und hepp. Tingle, ich hab was für dich. Herr Fee, ich hab dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Hä? Du willst gar nicht mit mir spielen? Uiuiuiui, dieser alte nostalgische Duft. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden. Famos, famos, zeig her, zeig her.
So kannst du die Karte nicht lesen. Soll ich es für dich entschlüsseln? Macht 398 motherfucking Rubine. Ich hab dich befreit aus dem Gefängnis. Du solltest sie für mich for free encoden. Beziehungsweise decoden. Aber du verlangst einfach von mir 400 fucking Rubine. Mach es. Sei froh. Tingle, tingle, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. Du hast dir die Karte entschlüsseln lassen. Für einen Wucherpreis. Du weißt jetzt, wo du den Triforce-Splitter finden kannst. Puh, Herr Fee. Streng dich an und finde den Schatz. Du weißt ja, wie das geht. Na toll. So. Lass mich in Ruhe spielen. Damit haben wir... Ja, ist sogar eingezeichnet. Damit haben wir eine Karte gefunden. Und Kenner von euch werden wissen, in dem früheren Teil, also dem Originalteil für den Nintendo GameCube, musste man nicht 3 Karten finden, sondern 8. Das heißt, hier wurde die Wii U-Version verdammt vereinfacht, denn man braucht nicht mehr 8 Karten zu entschlüsseln für 400 Rubine, knapp 3200 Rubine, sondern nur noch 3 für 1200. Und wir haben sogar genug, um die anderen beiden Karten zu entschlüsseln. Jetzt stellt euch vor, wir hätten jetzt noch genug Geld für 2 Karten und müssten dann noch 2000 Rubine sammeln für die restlichen 5. Good luck, have fun. Not. Wir werden uns jetzt schon mal zur nächsten Karte begeben. Nee, ich glaube, da gibt es sogar einen Splitter. Ich hab's mir nicht gemerkt, tut mir leid. Ich bin halt behindert. Denn... Die nächste Karte oder Splitter. Spiel, lass mich. Lass mich machen. Lass mich. Splitter. Spiel, Spiel, Spiel. Fahr mich bitte dahin. Danke. So. Perfekt. Einen Splitter finden wir angeblich hier. Auf unserer Heimatstadt Präludien. Aber nur wo? Habt ihr eine Idee? Wenn nicht, dann rate doch ein bisschen bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und stellt euch schon mal auf ein Gemetzel der feinsten Art ein. Bis dann und ciao.